Willkommen zur Kategorie Technik. Das macht vom Chaos Computer Club Frank Rosengart. Herzlich willkommen. Der Big Brother Award in der Kategorie Technik geht an die Gamma Group, in Deutschland vertreten durch die Gamma International in München, namentlich den Prokuristen Stefan Oelkers oder vielleicht auch den Managing Director Herrn Münch, für ihre Software Finn Fischer. Finn Fischer dient Behörden zum Eindringen in Computersysteme, um dort Überwachungssoftware zu installieren. Zitat aus dem Werbetext der Firma: Die Produkte aus dem Bereich Fernüberwachung und Softwareinstallation ermöglichen aktiven Zugriff auf Zielsysteme, Computer und Telefon, wobei diese ferngesteuert, datenanalysiert sowie verschlüsselte Kommunikation und Daten gesammelt werden können. Zitat Ende. Erschreckend unverblümt bietet Gamma International diese Dienste auf ihrer deutschen Homepage an, obwohl die Entwicklung und der Vertrieb der Schnüffelsoftware dieser Art laut § 202c Strafgesetzbuch in Deutschland unter Strafe verboten ist. Dieses Verbot gilt allerdings nur für den Handel mit Privatleuten und Unternehmen, nicht für den Verkauf solcher Software an staatliche Einrichtungen in Deutschland oder an die Geheimpolizei von Diktaturen im Ausland. Die Staatsanwaltschaft München hat jedenfalls mit dieser Begründung ein Strafverfahren gegen Gamma gar nicht erst eröffnet. Der Bundestrojaner ist in Deutschland eines der umstrittensten Ermittlungswerkzeuge für Polizei und Geheimdienste. Einmal auf einem PC installiert, könnten die Behörden den Rechner damit online und unbemerkt durchsuchen, in E-Mails herumschnüffeln, Passwörter aufzeichnen. Sogar das Mikrofon und die Webcam können zur Raumüberwachung aktiviert werden. In Deutschland ist der Einsatz solcher Programme vom Bundesverfassungsgericht stark reglementiert worden. In anderen Ländern ist man da weniger zimperlich. In Syrien, Turkmenistan oder dem Oman ist es eine Tagesordnung, dass die Geheimpolizei die Computer von Oppositionellen ausspäht und sie verfolgt, weil sie sich für mehr Demokratie einsetzen. Die Aktivitäten der Demokratiebewegung verlagern sich zunehmend ins Netz und darum möchten die Behörden gern auch das elektronische Leben der Zielpersonen überwachen. Großflächige Internetkontrolle kommt ebenso zum Einsatz wie das gezielte Durchsuchen von privaten PCs und E-Mail- oder Facebook-Accounts. Unterlagen, die bei der Erstürmung der Zentrale der ägyptischen Staatssicherheit gefunden wurden, belegen, dass die dortige Geheimpolizei mithilfe eines Trojaners der Gamma Group auf die Jagd nach Oppositionellen gehen wollte. Die Behörde testete ausgiebig auf einem Laptop von Gamma und beurteilte das Finn Fischer Softwarepaket sehr positiv. Zusammen mit der Firma Dreamlabs aus der Schweiz hat Gamma einen sogenannten Infiltration Proxy aus der Finn Fischer Produktfamilie Ländern wie dem Oman oder Turkmenistan angeboten. Damit können massenhaft Tausende von PCs mit der Schnüffelsoftware ausgestattet werden. In Deutschland wurde viel darüber diskutiert, wie die Ausspähsoftware auf den Rechner eines Verdächtigen kommt. Aus aktuellen Fällen, hier aus Deutschland, wissen wir, dass die Behörden meist den physischen Zugriff auf den Computer gewählt haben. Ein fingierter Einbruch zum Beispiel, bei dem nachts der PC verwanzt wurde, oder eine Sicherheitskontrolle am Flughafen, bei der die Behörden unter einem Vorwand den Laptop für einige Minuten in die Hände bekommen. Es gibt aber auch elegantere Wege. Über Sicherheitslücken in Software oder Betriebssystemen können die Behörden mit einem sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff die Schnüffelsoftware auf den PC aufspielen. Bei diesem Verfahren besorgt sich der Hersteller der Schnüffelsoftware Kenntnisse über Sicherheitslücken von Software auf dem Schwarzmarkt und bietet als Dienstleistung an, sich in die Internetverbindung eines Nutzers einzuklinken, meist unter Mithilfe des Internetproviders. Wenn nun der Benutzer eine Software mit Sicherheitslücken startet, zum Beispiel den Musikshop iTunes von Apple, bekommt er den Schnüffeltrojaner auf seinem Rechner installiert. iTunes von Apple wird in einer Präsentation von Gamma ausdrücklich als Einfallstor für ihre Software genannt. In diesem speziellen Bereich, unter Experten Remote Intrusion genannt, bietet die Gamma Group ihre Dienste an. Ihr Produkt Finn Fischer ermöglicht es den Behörden auf bequeme Art und Weise, in den Rechner von Zielpersonen einzudringen und die Schnüffelsoftware dort zu platzieren. Auf internationalen Messen für Sicherheitstechnik wie der ISS in Dubai tritt die Firma Gamma International als einer der Hauptsponsoren auf und bietet dort ihre Software Finn Fischer auch den Behörden von Ländern an, bei denen die Menschenrechte weitaus weniger wert sind als bei uns. Auch das Bundeskriminalamt in Deutschland zeigte Interesse an Finn Fischer von Gamma.
und hat zur Evaluation eine Testlizenz erworben, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht. Die Strukturen hinter der international verzweigten Gamma Group sind alles andere als durchsichtig. Die Exporte werden über weitere Firmen abgewickelt. Daher wissen wir nicht, ob der Empfänger unseres Preises formal korrekt ist, wer also wirklich hinter Gamma Deutschland steckt. Wir haben uns für Herrn Stefan Oelkers entschieden, da er in Präsentationen immer wieder auftaucht und auch im Handelsregister mit Prokura registriert ist. Herzlichen Glückwunsch, Herr Oelkers oder auch vielleicht Herr Münch als Managing Director von der Gamma Group. Hier von Gamma. Danke, Frank Rosengart. Ich nehme an, keiner der Herren, die eben genannt wurden, ist hier, möchte den Preis entgegennehmen. Okay.